Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Da kommt auch unser Vogel an. Husch, husch, weg mit dir. Husch. So, ja, letzte Folge war ja ein harter Kampf, hat die ganze Folge gedauert, aber wir sind siegreich gewesen. Was machen wir jetzt? Gucken wir mal. Was haben wir denn noch so Schönes an Missionen zurzeit? Den Hai, ich und mein Holz, das haben wir ja schon gemacht. Das müssen wir noch das Holz wegbringen. Das wäre vielleicht jetzt interessant. Gerüchteweise, was? Achso, da müssen wir ja runter und diesen Speer suchen, ne? Na komm, dann machen wir das jetzt. Wo müssen wir dafür lang? Da hinten ist das. Dann rufen wir unseren Gaul. Los! Hopp, hopp. Ja? Ella, Ella. Die Mission ist weg. Habt ihr da gerade geklickt? Hä? Komm schon. Also, ich bin doch eben die Mission habe ich doch genau. Das ist ich in mein Holz. Nachrichtentafel. Sami. Unentdeckter Ort. Da waren wir auch schon. Haben wir auch erledigt. Haben wir auch erledigt. Wenn ich rette erstmal da schnell hin. Oder wir bringen schnell hier das Holz zu ihr. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Scheiß drauf. So. Sieh an, Marcos großer Held. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich einfach auf das Wort eines Söldners verlassen? Natürlich, warum nicht? Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist dein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest. Ich hoffe, deine Bögen werden selbst eines Apollon würdig sein, nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Machen wir. So. Wie viel haben wir denn bekommen? Oh, 1300 Erfahrungspunkte. Nice. Aber kein Gold irgendwie. Naja. Finden und beschaffe den Speer. Gerüchteweise soll der Speer noch auf einer noch auf Capellania sein. Er soll in der Höhle im nordwestlichen Teil der Küste Koliad. Gott, diesen Namen, ey. Nordwestlich. Das ist der Norden. Also. Ach nee, das ist das Auge, was wir klauen sollten. Ah ne, hier ist doch die Höhle, direkt vor uns. Nice. Oha. Soll ich da runterkommen? Einfach springen? Oh. Oh, Schatztruhe. Schatz plündern. Bodenloser See. Hast du dich gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könnte man am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See in der Küste, Kuliadai, der bodenloser sein soll. Bodenlos sein soll. Wie tauche ich denn? Wie tauche ich? Nee. Tauche ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Tauchen. Ich will tauchen. C vielleicht? Ah, C, alles klar. Gucken wir mal. Gibt es hier noch irgendwo einen Eingang, einen Höheneingang, irgendwas? Nee, nee. Luft haben wir noch genug? Auch nicht. Nee. Da. Nee, oder? Nee, es ist kein Eingang. Ah,
Tauchen. Schwimmzug. Da ist ein Eingang. Was? Tee? Was? Unter Wasser? Ich wollte schon sagen, geht doch gar nicht. Oh, hier ist was zu looten. So, das haben wir geschafft. Leise und schleichen. Ich traue den ganz ab. Hol. Gucken wir mal. Aha, siehst du, was sag ich? Da gibt es wieder Rohstoffe. Wer weiß, wozu wir die mal brauchen können. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Aha. Alter. Was ist denn jetzt los? So, warum um alles in der Welt bin ich jetzt automatisch gelaufen? Was soll denn der Scheiß? Fuck. Was? Komm, 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 schnappen dir, schnappen dir, schnappen dir. Aua. Ach, verdammt, da muss ich kämpfen. Ja, keine Ahnung, ich bin gerade automatisch irgendwie gelaufen. Ich weiß nicht warum. Das ist natürlich jetzt echt ätzend gewesen. So, hier haben wir auch alles. Da ist ja schon der Speer. Ach du Kacke, das wart jetzt schon. Oh. Das war ja jetzt nicht gerade unbedingt Herausforderung, die Mission. Gibt's noch irgendwas zu looten? Nö. Da oben geht's nach raus, denke ich mal. Hier gibt's noch was. So, Eisenbrocken nehmen wir mit. Oh shit. Halt, hier bleiben, ich muss looten. Eisenbrocken. Das war nix. Obsidianglas. Apropos, mir fällt gerade was ein, Leute. Und zwar Fähigkeiten. Haben wir doch eine Mission mehr. Und zwar hier. Schattenattentate, das werden wir mal nehmen. Da haben wir 20% mehr Schaden. Vielleicht können wir damit dann auch größere Gegner anschleichen und töten. Gibt es hier noch irgendwo was zu holen? Da. Boah, ist das Gold? Das Licht, okay. Ein bisschen looten. Oh, war ja um die Ecke hier. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Egal, hallo. Hallo. Guck an, der Odi ist da. Jetzt gehen wir erstmal in den Tempel rein. Gibt es hier irgendwas zu holen? Nö. Okay, dann hier. Da hast du dein... Ups, ich habe gestohlen. Scheiße. Das war nicht mit Absicht. Bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden?
Belohnung oder nicht Belohnung? Das ist hier die Frage. Ach, betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Alexios, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Okay. Ganz großes Kino. Oh, Level 5. Oh, ihr wisst, was das heißt. Und zwar... Da. Wir können jetzt diese Rüstung nehmen. Warte mal, das war... Arm, selten, bla. Nummer 1. Nummer 2. Das haben wir schon. Das war der Gaul. Nummer 3. Oh, yeah. Nummer 4. Und Nummer 5. Zack. Und, wartet. Das ist noch nicht alles. Ein Speer. Blutopfer der Dämmerung. 63, 66. Oh, ein Speer. Ja, ein gutes Schwert oder... Oder ein Speer. Wir probieren erstmal den Speer. Mal gucken, wie er sich so macht. So, da haben wir keine andere Waffe. Oh, noch 9 Pfeile. Helm unsichtbar machen. Nö, wollen wir nicht. Sieht cool aus so. Oh, jawohl. Das sieht doch nicht fertig aus. Ha! Ja, wunderbar. Geil. Nice. Gut. Nächste Mission. Jetzt haben wir einen Speer. Da könnten wir uns jetzt eigentlich auch um den Hai kümmern. Wo ist das? Ups. Falsche Taste. Ah, nee, war richtige Taste. Der Hai. Da unten ist er. Ah, nee, wartet mal. Dann machen wir erstmal die Quest. Da wollen wir nachher rüber. Sami, Schmied, Schiffsdock. Da haben wir alles. Markus Weingut. Wasser und Rätsel finden. Da könnte man noch. Habe ich ja keinen Bock drauf. Was ist denn das hier eigentlich? Dieses Foto wird nun nicht mehr im Spiel angezeigt. Aha. Ah, da kann man Fotos machen oder was? Ah. Okay, ich verstehe. Wollen wir auch ein Foto machen? Nö. Wollen wir nicht. So. Dann, wo lang geht es da hinten? Ja, los, komm, Pferdchen, komm. Kannst du eigentlich schneller als ich, dann kann ich auch springen, wie vorhin. Zack, so. Let's go. Halt, warte mal, reite ich falsch. Geht das da lang nach unten? Ich will doch dahin. Na los. Ist echt noch ein bisschen unübersichtlich. Das ist richtig, da lang. Naja gut, wenn du das sagst. Aber nee, kann ja nicht sein. Karte. Ich muss dahin. Da ist das Auge. Und auf geht's. Auf geht's! Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt bin ich richtig, ne? Jetzt, wo ich jetzt hier lang reite. Geradeaus. Komm. Kommt noch eine Stadt, eine kleine nachher. Ach, da, ich sehe jetzt gerade. Da hinten. Ich habe nach oben auf die Leiste geguckt. Ella. Dann soll ich ja warten, bis es Nacht ist, ne? Na los! Ja, dann werden wir mal absteigen. Das ist alles, was man klauen kann. Ja.
3 Drachmen nehmen wir mit. So, dann werden wir mal meditieren, bis es nachts wird. So. Edge, geh doch da rüber. Ich hab doch gar nicht den Hai angeklickt. Bist du doof? Ach, das ist die Hauptmission, ne? Ja, komm, drauf geschissen. Versteckt das Zyklopen. Da ist es. Alles klar. Wir stellen keine Fragen. Oh, Level 5 hat es. Sind ja richtig viele Gegner hier war und alles so eine hochkarätigen. Da ist ein Schiff. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir da am besten ran. Das Dach, warte mal. Komm mal schnell. Hallo Auge, ich sehe dich. Ganz kurz mal gucken, ob wir gleich durchs Dach irgendwie reinkommen. Banditen und Führer töten, Schatz plündern. Das wäre der da unten. Irgendwo ist das Auge da im Haus drin. Da ist der Eingang. Ah, oh, das ist noch mehr. Alter. Und auch noch ein Hund. Okay, der wittert mich bestimmt eher als jeder andere. Da ist ein Schatz. Da ist die Mission. Und dahinter ist der, Banditenanführer. Aber wir können die natürlich auch alle platt machen. Da ist ein Schiff. Um die Mission, also um nochmal ordentlich XP zu kassieren. Das wären ja dann einige. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Gegner. Oha. Das ist hart. Das ist hart. Okay, wisst ihr was? Dafür heben wir uns das jetzt einfach auf für die nächsten, Folge. Ich mache jetzt den Schluss. Bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Okay. Und ja, freue mich dann aufs nächste Mal. Tschüss.